Servus Leute, ich bin's wieder, euer Tank von Tank Super Tricks und heute mal wieder mit einem neuen Video. Und zwar habe ich heute ein Special Video und zwar könnt ihr es ja schon im Titel lesen und links von mir seht ihr es ja auch. Und zwar habe ich hier einen Nike-Karton und hier drin befinden sich Schuhe, die ich von Artemis Outlet zugeschickt bekommen habe. Das ist eine Seite, die Schuhe verkauft, vor allem sehr besonders limitierte Schuhe für bessere Preise, also so, dass man sich leisten kann. Das sind US-Sneaker und ja, wie die Seite und alles aufgebaut ist, das zeige ich euch dann später auf dem Laptop. Und jetzt packe ich erstmal den Schuh aus. Und ja, es handelt sich hierbei um einen Jordan 1er. Und zwar um einen Jordan 1er aus den 80er Jahren, und zwar aus 1985. Und ja, ich würde sagen, ich öffne jetzt mal die Box. Und was hier drin ist... Wow, das ist echt ein richtig cooler Schuh. So, jetzt hole ich den ersten raus. So, ich zeige es dir nochmal gleich nach. Und jetzt den zweiten. So, und jetzt werde ich noch ein bisschen mit dem Schuh näher und besser anschauen. So, einmal hier. Das Jordan-Logo. Dann hier blau und rot. Das ist so ein Special. Und der andere Schuh ist halt hier blau und hier rot. Dann... Boah, der ist richtig gut verarbeitet überall. Wenn man sich das mal anschaut. Richtig gut verarbeitet. Und dann hier der Übergang. Vom Weißen ins Schwarze. Also hier blau und dann schwarz. Man muss echt sagen, die Verarbeitung ist mega gut. Und ja, diese Schuhe sind ja auch eigentlich, also ist eigentlich ein unmenschlicher Preis. Der Schuh hier kostet, glaube ich, so um die 500 Euro. Und bei Artemis Outlet gibt es den Schuh für 160 Euro, glaube ich. Und ich habe den mir geholt. Also ich habe ihn geschickt bekommen von Artemis. Und es hat ungefähr eine Woche gedauert, bis der Schuh angekommen ist. Also nicht sehr lange. Ich habe gedacht, dass es länger dauert, weil ich dort halt noch die Schuhe bekommen habe. Und ich muss echt sagen, es lohnt sich echt dafür zu warten. Hier nochmal eine Nahaufnahme. Echt mega geil. Und jetzt auch noch den zweiten. Und hier, wie man sehen kann, sind hier noch die drei Schnürsenkel dabei, die man halt wechseln kann hierbei. So, dann sehen wir hier die Innenseite vom anderen. Und wenn ich ehrlich bin, dann gefällt mir auch die rote Innenseite besser. Dann hier das Blaue, richtig cool gemacht. Dann hier nochmal rot, weiß und blau. Irgendwie erinnert mich der Schuh immer an Frankreich wegen der Flagge. Und ja, jetzt würde ich sagen, ich mache erstmal die Laces ab. Oder die Schnürsenkel. Ich weiß auch nicht, warum ich immer Laces sage. Oh. Alle drei sind ab. Und jetzt schaue ich erstmal rein, ob die Schnürsenkel auch, ob es nur einzelne sind oder auch immer zwei. Es könnte ja sein, dass man für einen roten hat und für einen blauen. Und hier nochmal der Karton. Hier steht Nike Swoosh 1985er Air Jordan 1. Und hier steht ja meine Größe und alles. Man muss echt sagen, es ist echt ein richtig geiler Schuh. Und jetzt auch noch die Laces. Und es sind ja, es sind zwei. Also zwei Schnürsenkel. Und bei den anderen sind es auch zwei, vermute ich dann mal. Also man muss echt sagen, die haben sich echt viel Mühe dabei gegeben. Und dazu auch noch die Schnürsenkel eingepackt. Echt eine coole Idee. Und dann kann man ja noch mal einen anderen Kick geben dem Ganzen, wenn man den Schuh anhat und einen außergewöhnlichen Style. Hier, und jetzt vergleiche ich noch mal das Rot mit dem Rot, ob das auch passt. Ja, passt perfekt. Nur die Sohle, ja doch, passt. Dann das andere Blau. Weil wenn es jetzt verschiedene Blautöne wären, dann wäre es ja auch nicht cool. Ja, ist auch der gleiche Blauton und ja, wer weiß, mich mehr nicht schon. Also der Schuh ist an sich richtig gut, ist gut verarbeitet. Hier noch mal. Ich halte ihn in der Hand, damit ihr ihn euch auch noch mal anschauen könnt. Die Farben sind richtig schön. Das ist gut verarbeitet. Ja, riecht so wie jeder neue Schuh. Und hier auch noch mal Nike Air. Und hier im Dunkelblau. So, und jetzt habe ich den Schuh zwar ausgepackt und angeschaut. Aber ich muss den Schuh natürlich auch noch anprobieren. Um zu schauen, wie er am Fuß sitzt. Den werde ich jetzt mal anziehen. Achso, eins habe ich noch vergessen. Bevor ich den Schuh anziehe, vergleiche ich ihn nochmal mit einem Schuh, den ich hier in München im Kicks gekauft habe. Und zwar auch ein Jordan 1er. Den hole ich jetzt mal kurz. Also
Also nochmal genau, ich habe jetzt noch nichts genau gesagt. Das hier ist der Nike Air Jordan 1 Retro High OG BG, glaube ich, oder? Ja, genau. Und hier habe ich nochmal zum Vergleich den anderen Jordan. Er hat so ein Schlangenmuster und das ist der Nike Air Jordan 1 mit, also nicht ganz hoch, so hoch wie der andere. Und der Unterschied zwischen dem und dem, also wenn ihr jetzt zum Beispiel einen kaufen wollt, den hier gibt es auch bei Artemis, dann kann man hier schauen, der ist viel höher. Und hinten ist hier nochmal das Jordan-Logo und hier eben nichts. So, jetzt probiere ich den einen schon mal an. Also ich muss echt sagen, ein richtig geiler Schuh. Ich hatte niemals gedacht, dass der Schuh so gut verarbeitet ist und auch so cool ist. Okay, jetzt habe ich den Schuh an. So, den ersten Schuh habe ich jetzt an. Jetzt ziehe ich noch den zweiten an. Ich glaube, es ist ein bisschen besser, wenn ich hier hinfilme. Und dann kann ich noch an die Kamera reden. Ja, vergessen. Also. Und ja, ich bin schon echt fasziniert, wie gut der Schuh verarbeitet ist. Und ja, wo ihr den Schuh findet und alles weitere, das werde ich euch dann gleich zeigen. Und dann werde ich auch kurz den PC zeigen, oder besser gesagt den Laptop, den Screen, wie die Seite gegliedert ist. Und zwar, es gibt nämlich nicht nur Jordans, es gibt auch Yeezys oder Ultra Boost, alles mögliche. Und ja, die Lieferzeit, wie schon gesagt, ist auch nicht so lang. Ich dachte, es dauert 2-3 Wochen. Und letztendlich hat es nur eine Woche gedauert. Und ja, leider kann ich den Schuh, wenn ich ihn gleich anhabe, euch nicht draußen zeigen, weil es draußen halt sehr kalt ist. Und ja, so, jetzt habe ich den Schuh an. Und jetzt schauen wir mal, wie der aussieht. Von oben sieht er so aus, rot und blau. Jetzt stehe ich ihn auf dem Boden. Und so sieht der Schuh aus, von der Seite, richtig cool auf jeden Fall. Von vorne sehen die so beide aus, von der Seite der eine so, der andere so. Und von hinten so. Also das Fazit für den Schuh ist auf jeden Fall, dass es ein mega geiler Schuh ist. Er ist richtig gut verarbeitet. Es ist ein guter Preis für den Schuh, dafür, dass er so limitiert ist. Und ja, dazu kommt auch noch die Box, welche richtig, also eine gute Box. Alles ist super verpackt. Und dazu kommen auch noch die 3 Schnürsenkel. Hier. Frankreich. Und andersrum. Und auf jeden Fall finde ich den Schuh richtig geil und eigentlich passt alles. Es ist ein super Schuh. Es lohnt sich auf jeden Fall, den Schuh zu bestellen. Und jetzt gehe ich nochmal auf die Seite und zeige euch das Ganze, wie die Seite gegliedert ist, wie ihr bestimmte Schuhe findet und wie, was weiß ich, was ihr auch immer wollt, was euer Herz begehrt. Es gibt alles, es gibt Jordans, es gibt Yeezys. Und auf jeden Fall schaue ich jetzt mal auf die Seite. Also bevor ich noch zum PC gehe, habe ich noch was vergessen. Und zwar stelle ich die Kamera wieder hier ab. Wenn ihr den Schuh bestellt, also oder irgendeinen Schuh, also die Seite von Artemis, findet ihr jetzt in einem Link in meiner Videobeschreibung. Und ihr bekommt einen Rabattcode von 10%, wenn ihr euch über den Link einen Schuh bestellt. Und ja, ich gehe jetzt zum PC und zeige euch noch, wenn ihr auf den Link klickt, wie ihr dann zurechtkommt und wie ihr die Schuhe findet, die euch gefallen oder besser gesagt, die ihr euch schon immer gewünscht habt. So, ich nehme jetzt die Kamera und wir sehen uns jetzt beim PC. So, jetzt bin ich auf der Seite angekommen. Und zwar, wenn ihr gleich reingeht, also auf meinen Link klickt, dann seht ihr hier erstmal Home, UA, Adidas Shoes und so. Und ja, da könnt ihr dann selber lesen, was ihr braucht. Ich jetzt zum Beispiel habe jetzt Jordans bekommen. Und die findet man hier, da geht man drauf und dann sieht man hier, steht UA Air Jordan. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr euch euren Jordan aussuchen, der euch gefällt. Und hier kommt ihr dann immer weiter. Ah, jetzt sind wir auf der nächsten Seite. Und ja, hier sind mehrere Jordans und zum Beispiel, wenn wir jetzt, sagen wir mal, wenn wir den hier, den Pineapple oder den hier bestellen würden, dann müssten wir hier einmal rauf, das ist ja im Warenkorb
Und dann kann man hier seine Größe etc. alles andere eingeben. Zum Beispiel nehmen wir jetzt mal meine Größe 38,5. Und dann die Menge. Also meistens will man nur einen Schuh kaufen. Hier sieht man auch die Reduzierung von 470 Euro auf 159 Euro. Und dann einfach Add to Cart und dann kann man es bestellen. Okay, also das war schon mal alles. Wenn man jetzt sagt, ja, der Schuh gefällt mir, kann man den sich hier auf die Wunschliste packen. Dann hat man den immer im Kopf, wenn man ihn vergisst mal. So, dann kommen wir mal zu einer anderen Sache und zwar zu zum Beispiel den Schuh hier. Also das ist jetzt nicht so mein Style, aber das sind hier Fear of God Schuhe. Und hier sieht man auch, von 1500 kann man die hier für 206 Euro kriegen. Aber es ist jetzt nicht so meine Sache, aber ich finde sie auch nicht hässlich. Dann hier auch die Schuhe von 940 auf 94 von 300. Aussehen aus wie Socken. Und ja, es sind auf jeden Fall sehr stark reduziert, die Schuhe. Und ja, hier gibt es ganz viele Jordans. Wenn man hier die Jordan-Reihe anschaut, sind alle Jordans dabei. Und noch andere Jordans. Dann hier Yeezys, NMDs und Ultraboost. Ich gehe jetzt mal auf die Ultraboost drauf. So, jetzt sind wir auf der Seite. Und jetzt sehen wir hier verschiedene Ultraboost. Und ja, sind alles relativ coole Ultraboost. Vor allem der hier gefällt mir auch mega gut. Habe ich noch nie im Laden gesehen. Und zwar ist es der Cheap Ultra Boost 2.0, also ist der die billige Version vom Ultra Boost. Und ja, wie man sieht, hier von 470 Euro, also ist die teure Version, auf 76 Euro reduziert. Und ja, 71 Euro für den Ultra Boost ist ein mega guter Preis. Dann hier auch den Pure Control. Der kostet auch nur 76 Euro auf der Seite, also was heißt nur, ist immer noch teuer, aber trotzdem auch ein guter Preis. Wow. Hier gibt es echt verschiedene coole und hier gibt es auch noch welche, die in Dunkeln leuchten. Dann verrückte Ultra Boost mit Punkten und vieles mehr. Und es ist jetzt schon sehr interessant, die zu sehen, weil es viele Schuhe sind, die ich eigentlich so, die sieht man so im Laden nicht. Deswegen ist es schon cool. Hier dann auch noch ein paar Ultra Boost. Wow, der Ultra Boost ist ja mal abgefahren. Dann hier noch alte Ultra Boost. Und ja, finde ich noch den. Ich suche jetzt noch einen Ultra Boost, den ich mal gesehen habe auf der Seite und der ist echt mega. Auf jeden Fall sind sehr abgefahrene Ultra Boost, die man jetzt nicht so im Geschäft kaufen kann. Da der hier gefällt mir auch sehr gut, also eher für Mädchen. Dann ja, es sind coole Sachen dabei. Und wie schon gesagt, ihr könnt auf den Link klicken von meiner, der meiner Bio ist, kriegt ihr einen 10% Rabattcode. Und mit dem könnt ihr euch dann die Schuhe billiger kaufen. Hier, die gefallen mir auch sehr gut. Also die Farbe. Also jetzt nicht zum Kombinieren, aber ich meine generell. Und ja, hier nochmal die Limited Edition von den Ultra Boost. Das war das, ich glaube, die Olympischen Spiele Packs. War so ein Special Pack mit, da gab es Gold, Silber und Bronze. Dann hier nochmal die Multicolor, welche auch richtig cool sind. Und ja. Ich würde sagen, das war es jetzt auch schon. Wenn ihr noch, also mit der Seite, ich erkläre euch jetzt noch ein bisschen andere Sachen. Und zwar gibt es hier FAQs, da könnt ihr Fragen stellen und kriegt dann auch wieder Antworten, zum Beispiel wie das aufgebaut ist, das System. Dann hier seht ihr YouTube-Videos von denen und Lucky Draw, ich glaube, es ist eine Verlosung und ja, Accessoires, Hats, Sunglasses. Oh, das habe ich noch nicht gekannt hier. So, dann gehen wir mal auf die Mützen. Hier sind einfach Caps. Interessiert mich jetzt schon. Was gibt es hier denn noch so? Sunglasses, Ray-Ban. €75, ja. Auch gute Preise eigentlich. Und ja, sehr gute Produkte. Und auch viele. Es gibt also ganz viel Vielfalt. Hier Adidas Schuhe. Ah, es gibt auch Equipment. Dann Adidas, zum Beispiel Yeezys, NMDs, Ultra Boost. Yeezy Ultra Boost? Okay, das habe ich jetzt noch nie gesehen. Ah. Okay. Es gibt auf jeden Fall viele verschiedene Sachen, die auch cool sind und auch viele verschiedene Sachen, die man sicher schon immer mal wollte. Zum Beispiel hier viele Jordans, Nike,
hier Vapor Max, oh, Nike mit Off-White, dann Accessoires, also Hüte, Sonnenbrillen und Socken. Und ja, das war's auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Checkt auf jeden Fall mal Artemis ab, die haben echt mega coole Schuhe. Und ja, ich habe jetzt versucht, die Seite so gut wie möglich zu erklären. Ich hoffe, dass ich es euch gut erklären konnte. Und ja, die Schuhe habe ich auch ein Unboxing dazu gemacht. Das heißt, ihr bekommt die Schuhe 100%, wenn ihr sie bestellt. Also nicht, dass ihr jetzt Angst habt, dass sie nicht ankommen oder was weiß ich. Und die Verarbeitung ist mega gut und der gefällt mir auch. Also mir persönlich gefällt der mega gut. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, wie es euch ging, als ihr den Schuh gesehen habt. Aber wenn er euch gefallen hat, dann schaut auf jeden Fall mal auf der Seite vorbei. Da gibt es einfach mega gute Preise. Und ja, das war's dann auch mit dem Video. Peace out, Leute. Oh, my baby, just a little bit.